Hallo zusammen! Heute möchte ich euch gerne teilhaben lassen, wie ich so ein Bild male und was in mir vorgeht. Hier beginne ich zum Beispiel mit dem Himmel, was das weiteste ist, also das, was am weitesten weg ist. Danach male ich die Wolken, die dann noch ein Stück näher sind. Als drittes male ich das andere Ufer, also die andere Uferseite. Dann kommt der See, dann kommen die Bäume hier unten, wie auch der Berg hier unten und das Dorf, das hier im Hintergrund ist, also dieser Teil. Und die Bäume, die hier ganz vorne sind, kommen danach und ganz am Schluss kommt dann die Wiese. Also ich beginne immer ganz hinten und arbeite mich so nach vorne. Das dauert sehr, sehr lange. Das ist so ein Tag Arbeit, so ein Baum. Und dann stellt sich die Frage, was denke ich in so einem Moment? Was denke ich in so vielen Tagen, wenn ich ein Bild male? Und das Allerschönste ist, wenn ich gar nichts denke. Und dieses einfach Dasein, dieses ohne Zerdenken, ohne viele Gedanken zu haben, das ist ein wunderschöner Moment, den ich beim Malen sehr oft erlebe. Es ist wie eine Meditation eigentlich. Und so die Gedanken nicht mehr das Leben beherrschen, sondern ich einfach im Moment bin. Wieso ich zu euch spreche so direkt ist, das mache ich ja sonst eigentlich nicht bis anhin. Ich mache jetzt 10 Jahre Videos und ich persönlich liebe es, Videos anzugucken, wo ich einfach schöne Bilder sehe und schöne Musik höre und nicht jemand mit mir spricht. Doch ich habe in den letzten paar Mal gemerkt, dass das doch sehr, also dass es besser ankommt, wenn ich mit euch spreche, dass es vielleicht interessanter ist, wenn ihr wisst, was in mir vorgeht oder wenn ich euch etwas zeigen möchte und meine Gedanken euch mitteile. Und ich möchte das jetzt in Zukunft vermehrt machen, es ausprobieren und ich wäre total froh wirklich um euer Feedback, was ihr gerne wissen möchtet, was euch interessieren möchte, zum Beispiel bei so einem Bild oder bei den Videos, wo ich so mit den Kindern arbeite, Cleanups mache und Naturprojekte. Denn ich wünsche mir, dass ich mit diesen Filmen doch auch Menschen erreiche, die ähnlich sind, die eine ähnliche Art haben, Sachen wahrzunehmen oder sich einzusetzen für eine Sache. Und ich wünsche mir, dass ich durch meine Videos oder wenn ich jetzt mit euch so spreche, vielleicht genau solche Menschen erreichen kann. Und wir uns zusammen vernetzen können. Das ist eigentlich mein Ziel bei YouTube. Und deshalb probiere ich das jetzt einfach mal aus, indem dass ich zu euch spreche und sage, was meine Wünsche sind und was ich so mache und was ich denke. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir hier auf dieser Reise eine Unterstützung sein könnt mit euren Inputs, was euch interessiert und dass ich mich halt einfach wirklich verbessern kann, weil ich das möchte, mit meinen Filmen, die ich euch in dem Moment schenke und für euch mache und auch für mich mache, um stetig halt zu lernen und wie gesagt andere Menschen zu treffen, die ähnlich denken.
damit wir uns vernetzen. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal und auf eure Feedbacks. Und viel Spaß mit dem Video, wo ihr wiederum seht, wie ich male und schöne Musik hört, die mir gefällt. Also, ich danke euch für euer Zuhören und bis bald. Ciao. Aktuell bin ich jetzt gerade an den Bäumen dran. Hier habe ich so begonnen, dass ich hatte ein Foto. Also es ist so, ich habe das Bild ja schon mal gemalt. Und da bin ich genau da gesessen und habe in der Natur gemalt. Das Bild habe ich verkauft und jemand hat das gesehen und möchte das nun auch haben. Deshalb habe ich es jetzt als Foto und ich male eigentlich das Bild noch einmal für diese Person. Und das Schöne ist, ich habe genau das Foto auch als Foto, wenn es Winter ist. Das bedeutet, wenn es keine Blätter hat und der Baum kahl ist. Das hat mir dann natürlich eine Chance gegeben, wirklich alle Äste zu sehen und zu wissen, wo gehen die lang. Dann habe ich das auch genauso gemacht. Das sah ein bisschen traurig aus, die Bäume so zu sehen, aber das habe ich auch so noch nie gemacht. Und das war jetzt ein toller Effekt, finde ich, weil ich genau gewusst habe, hier kommt der Ast. Und ist anders zu malen, wenn ich wirklich den Baum als Baum ganz wahrnehmen kann. Und danach habe ich eine grüne Farbe genommen und eigentlich wie so die Fläche gemalt. Nicht in diesem Form, also nicht so, sondern wirklich auch gepunktet, damit hier auch Flächen vom Himmel zum Vorschein kommen, also dass die noch da bleiben, nicht dass alles übermalt ist. Danach habe ich das Gleiche, als es trocken war, gemacht mit einer schwarzen Farbe, die ein bisschen angemischt war mit Gelb, und habe die Punkte gemacht, damit so ein bisschen eine Blätterstruktur schon mal zum Vorschein kommt. Dann das nächste war, dass ich hier diese äußeren Blätter gemalt habe, damit der Baum nicht so ordentlich aussieht, sondern ein bisschen mehr Leben und Struktur bekommt. Genau. Und das nächste, was dann sein wird, weil dieser Baum, den habe ich ja schon fertig gemacht, seht ihr, wird dann noch die hellgrüne Farbe kommen, wie auch diese graue Farbe und zum Schluss dann die weißen Blumen. Das Grau der Blumen mache ich, damit ich Schatteneffekte erstellen kann. Das bedeutet, ich stelle mir halt vor, die Sonne kommt von hier zum Beispiel und hier ist Schatten. Und das Gleiche eigentlich bei jedem Ast so. Das Weiße ist in der Sonne und das eher Dunklere ist dann der Schatten.